Hallo zusammen, wir sind wieder im Hackerspace an der TU und haben hier die Steffi sitzen. Steffi, stell dich doch mal kurz vor. Ja, also ich bin die Steffi. Ich arbeite an der TU bei den Kinderforschern. Das ist eine Nachwuchsinitiative, die Experimentierkisten für Schüler entwickelt. Und die Kinderforscher haben auch ein eigenes HU-Projekt, bei dem ein Experimentierblock ausgearbeitet wird. Das ist sehr spannend. Steffi, was machst du denn im Hackerspace oder was bedeutet der Hackerspace für dich? Beim Hackerspace treffe ich mich vor allen Dingen mit Gleichgesinnten, die auch viel über Medien und digitales Lernen sich austauschen möchten und vor allen Dingen auch das gemeinsame Tüfteln an technischen Plattformen zum Beispiel. Und was würdest du sagen, was hast du heute zum Beispiel gelernt? Heute habe ich zum Beispiel gelernt, wie ich bei WordPress verschiedene interaktive Elemente einbinden kann, welche Videoformate vor allen Dingen bei WordPress gut funktionieren. Genau, die Kompatibilität technischer Produkte quasi. Und was ist noch so eine Herausforderung, die du gerne im Hackerspace in den nächsten Wochen noch angehen möchtest? Eine Herausforderung für mich wäre zum Beispiel auch zu gucken, was so sind so für Netzwerke, in denen man meine Plattform quasi gut promoten könnte. Und ich glaube, da habe ich hier einige Leute sitzen, die sich in der Szene gut auskennen. Das ist sehr schön. Vielen Dank, liebe Steffi. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.